damals. Heute ist der 12. Oktober 2019. Wir stehen hier in Frankfurt und wir alle sind Julian Assange. Wir protestieren gegen die Auslieferung Assange an die USA. Julian Paul Assange ist ein australischer Politaktivist, investigativer Journalist, ehemaliger Computerhacker, Programmierer und Sprecher der Enthüllungsplattform WikiLeaks, die es sich zum Ziel gesetzt hat, geheim gehaltene Dokumente allgemein verfügbar zu machen. WikiLeaks veröffentlichte mehrfach interne Dokumente von US-Streitkräften und Behörden, unter anderem zu den Kriegen in Afghanistan und im Irak. Assange droht deswegen einen Strafprozess in den USA. Nachdem Schweden 2010 wegen eines Anfangsverdachtes zu Vorwürfen von Vergewaltigung und sexueller Nötigung gegen ihn einen internationalen Haftbefehl ausgestellt hatte, bereitete sich Großbritannien auf die mögliche Überstellung vor. Inzwischen auf Kaution freigelassen wurde Assange durch den ecuadorianischen Präsidenten Correa 2012 politisches Asyl gewährt. Die nächsten 7 Jahre lebte er in Ecuadors Botschaft in London und erhielt auch die ecuadorianische Staatsbürgerschaft. Im April 2019 entzog ihm der neue ecuadorianische Präsident Moreno dann sowohl das Asylrecht als auch die Staatsbürgerschaft wieder. Kurz darauf wurde Assange in der ecuadorianischen Botschaft von der Polizei festgenommen und am 1. Mai 2019 zu einer Haftstrafe von 50 Wochen, da er sich durch seine Flucht in die Botschaft der Justiz entzogen habe. Julian Assange befindet sich auch nach Ablauf dieser Haftstrafe immer noch im Belmarsh-Gefängnis, dem britischen Guantanamo, welches für seine schlimmen Folter- und Haftbedingungen bereits in Verruf geraten ist. Seit mittlerweile fast 10 Jahren führt die britische Regierung einen Krieg gegen Julian Assange, den Gründer von WikiLeaks. Sie brachte jedes Instrument der Hard- und Softpower zum Einsatz, die Justiz, die Regierung, internationale Verträge, die Medien, die Macht der Diplomatie und sogar den Entzug der Gesundheitsfürsorge. Wegen seiner Rolle bei der Aufdeckung von Kriegsverbrechen und Korruption der USA hat sich ein empörtes US-Establishment verschworen, Assange zum Schweigen zu bringen, Anklage gegen ihn zu erheben und seine Auslieferung zu fordern. Unterdessen brachte die britische Regierung riesige staatliche Ressourcen taktisch zum Einsatz, um Washington zu Diensten zu sein, wobei sie einer Agenda der Auslieferung und Verfolgung folgte. Auf diese Weise zeigte die Regierung gemeinsam mit einem Großteil der politischen Klasse nicht nur ihre Komplizenschaft mit dem, was als Krieg gegen Assange anerkannt ist, sondern auch mit dem Krieg gegen Journalisten, Verleger und Whistleblower. Und was noch wichtiger ist, gegen die Presse und Meinungsfreiheit. Im Verlauf dieses Krieges verstieß die britische Regierung in vielfältiger Weise gegen die Menschenrechte. Wir fordern deshalb die Freilassung von Julian Assange. Free Julian Assange! 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 Free Julian Assange!